You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Hey Leute. Also, ich habe hier gestern mein neues Zimmer gestrichen und laminiert und alles Mögliche. Und ja, ich wollte nochmal sagen, ich finde es echt blöd von euch, dass ihr zu mir sagt, ja, du machst nicht so gute Videos, mach mal andere Videos. Und ich sag euch die ganze Zeit jetzt im Ernst, ich sag euch, schreibt es mir in die Kommentare und dann, was ist? Immer noch keine Kommentare. Und ich meine ja nur, ihr könnt ja mir sagen, was ich machen soll oder wie ich das machen soll, verbessern soll. Aber dann schreibt es mir auch in die Kommentare, weil wenn ihr das nicht macht, dann finde ich das irgendwie ein bisschen komisch. Auf jeden Fall. In dem Zimmer brauche ich halt noch neue Möbelstücke und deswegen gehe ich jetzt zu IKEA und da nehme ich euch mit. Und ja, aber erstmal werde ich euch so eine kleine fertige Roomtour machen oder zeigen und ja, das werde ich jetzt machen. So, und das war's auch schon mit meiner fertigen Roomtour bis jetzt. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Schreibtisch und da werde ich halt dieses Weltkartenposter auch da drüber hängen und ich suche halt noch eine Lampe und die sieht auch nicht so gut aus und noch ein paar Bilder für die blaue Wand und ansonsten bin ich dann fast fertig. Und dann würde ich mal sagen, wir fahren zu IKEA. Ich habe gerade richtig schöne Bilder gefunden. Richtig, richtig tolle. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. So, und jetzt bin ich auch schon fertig mit IKEA. Davor war ich aber noch bei Hornbach und da zeige ich euch jetzt erstmal einen Ausschnitt. Thank you.
erstmal die Sachen. Ja, das waren meine Sachen und jetzt werde ich im Zeitraffer die Sachen hier aufbauen. Danke, dass ihr mein Video geguckt habt. Lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke.